So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ach, ist das herrlich, ne? Am Dienstag ging der zweite Teil vom Event los mit Pam-Pam Raids, mit Shiny Galaponita, dreifach Fang-EP, Gebüsch. Und ich habe den ganzen Dienstag gewartet. Ich wollte am Dienstag eigentlich einen Pam-Pam Community Raid machen. Ihr wisst, Community Raid, ich gehe immer vor Ort, mache den Raid an einer Arena. Eigentlich immer beim legendären 5er Raid Boss Wechsel. Diesmal wollte ich das bei Pam-Pam machen, weil das trotzdem ein cooles Pokémon ist. Und ich habe gemerkt, wie extrem selten das in den Raids ist. Den ganzen Dienstag, jeder einer Raid, der aufging, war alles außer Pam-Pam. Also Galaponita kam immer zu Kindwurm Dratini. Ich habe kein Pam-Pam gesehen, den ganzen Tag nicht. Klar, ich hätte mir irgendwo eins holen können. Ich hätte eine Einladung annehmen können. Ich wollte das aber vor Ort machen. Jetzt ist gerade Mittwoch. Ich habe gerade einen entdeckt, habe den gepostet in den Community Tab. Wir sind auf dem Weg zur Arena. Ist ein Stück zu laufen. Es regnet. Die Stimme ist kaputt. Beste Voraussetzungen. Ich bin mal gespannt, wer sich alles einträgt. Ich muss auch noch adden. Das heißt, ich zeige gleich erstmal, wen wir überhaupt einladen müssen, wer alles mitmacht und bin ich mal gespannt. Konstin und ich, wir sind Glücksfreunde. Vielleicht können wir sogar direkt noch einen Lucky Trade mit ins Video packen. Da war Ambel, da kommen Kinder, egal. Ich ziehe jetzt mal weiter. Ich melde mich auf jeden Fall gleich zurück, wenn ich an der Arena stehe. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So, ich bin jetzt an der Arena angekommen. Ich habe mich mal wieder hierher geschmuggelt, habe mich hier zum Pam-Pam Raid begeben, habe jetzt einen Unterschlupf mit Dach, konnte die Kapuze auch abnehmen, Haare nass, alles klar. Wir wollen mal ganz kurz reingucken jetzt, wen wir denn überhaupt einladen. Und da ist mir sofort wieder was aufgefallen, aber dazu gleich mehr. Ich gehe erstmal auf die Kommentare, auf Neueste zuerst und wir fangen von unten an, weil die 10 ersten kommen dran. Wir haben Jenaya, Joel Zogt, Skyfall, Remele und Kuli UHW auf dem ersten Account, das sind die ersten 5. Hier steht Michi, aber der hat seinen Trainercode nicht angegeben. Tut mir leid, Michi, bitte, wenn ich dazu schreibe, bitte Trainernamen und Trainercode. Du weißt nicht, mit welchem Account ich einlade. Ich packe einfach die ersten 5 da drauf, die nächsten 5 versuche ich da. Du sagst, wir sind befreundet, aber wenn ich die 5 auf dem habe und dich auf dem anderen, ich kann dich dann nicht mit dem zweiten einladen, wenn du da nicht drauf bist. Wenn ich deinen Code nicht habe, kann ich dich nicht adden. Deswegen immer deinen Code hin. Wenn ich sehe, ich habe euch, ist okay. Wenn ich euch nicht habe, werdet ihr hinzugefügt. Ihr könnt euch also nicht drauf verlassen, was ihr denkt. Ihr müsst es einfach so machen, wie ich sage. Das ist das Beste. Da passiert auch nichts. Da bleibt auch keiner außen vor. Das sind also 5 Stück. Auf dem zweiten ist es dann Juli King, Juli, Carsten, Moritzmann und Janis. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, Jan ist wahrscheinlich noch, aber ich muss gleich nochmal Hotspot verbinden. Ich musste doch gestern das Handy neu machen. Deswegen habe ich noch kurz Stress, aber versucht die alle einzuladen und hoffe, das passt dann. So, wir gehen jetzt mal auf die Arena drauf. Ich habe jetzt nur 2 iPhones dabei, die 2, mit denen ich einlade. Und das andere hier so ist jetzt auf jeden Fall platzsparender. Wir laden hier mal ein und ich sage euch wieder, wen ich einlade von den iPhones. Ich habe mir jetzt nur die mit Punkten versehen, die schon drin waren. Die anderen lade ich dann so ein. Hier ist es jetzt Kuli Uhuwe, Jenaya, hier ist es Carsten. Und dann packt man hier noch dazu, die neu sind, Joel, Skyfall und hier Janis, Juli, Juli, Moritzmann. Und wie ich sehe, ist ein Platz noch frei. Und ich kann ja mal gucken, ob ich den Michi hier finde auf dem einen Account, weil auf dem anderen war er nicht. Michi 4561. Dürfte das, glaube ich, sein. Da hat er aber Glück gehabt. Weil irgendwie hat einer, glaube ich, nicht angenommen von den anderen Leuten, sodass sie jetzt nicht eingeladen werden konnten. Denn da waren es 2 plus 3 andere. Hier war es einer plus 4 andere. Das würde dann so passen. Müssten jetzt also genau 10 Leute sein zum Einladen. Plus 3 von mir, statt 6 von mir, nur 3 von mir dieses Mal. Ist ein Pam-Pam Raid. Wie gesagt, gestern den ganzen Tag gar keinen gesehen. Kein Pam-Pam mehr da. Nehmen wir heute mal mit
Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, wie ihr Pampam findet. Ist das ein cooles Pokémon oder nicht? Habt ihr da schon Raids gemacht? Gestern am, ich weiß nicht, wann das Video online kommt, am Dienstag habe ich extra auf die Spotlight-Stunde mit Dratini verzichtet, habe keine Dratinis gejagt und habe stattdessen 5 Stunden lang Pampam-Raids gehostet. Marco hat sich mit eingeschaltet. Marco hat dann Shiny Galaponita mitgehostet, sodass ihr euch aussuchen konntet, ob ihr euch für Pampam oder Ponita anstellt. Manche haben einen Shiny bekommen von Ponita, manche haben einen Hunderter bekommen von Pampam. Auf jeden Fall sehr coole Sache. Für mich ist das jetzt auch der allererste Raid. Ich habe gestern nicht mitgemacht, ich habe noch gar nichts. Ich denke immer zuerst an euch und dann an mich. Ich mache jetzt den hier live vor Ort mit Video und Pokédex-Eintrag. Es hat ja auch Psycho-Pokémon gewählt. Ist ja, glaube ich, auch vom Typ Unlicht und vom Typ Kampf. Nee, nur vom Typ Kampf. Das ist auf jeden Fall nur Typ Kampf. Seht ihr oben. Deswegen da am besten Psycho-Pokémon dagegen. Wir hauen jetzt einfach fix drauf. Der ist auch schon weg. Den 100er Wert wissen wir eigentlich auch. 850 müsste das 100er sein. Und wir haben ein... Ist sogar Wetterboost. So wie es aussieht. Ist nämlich auf über 1000. Da weiß ich jetzt den 100er Wert nicht. Sehen wir aber gleich, wenn wir ihn gefangen haben. 1044. Auf dem anderen habe ich 1014 und hier habe ich 1038. Gut. Wir nehmen auch gleich mal eine gelbe Beere. Der wird schon nicht abhauen. Wir werfen hier mal gemütlich. Zack. Daneben getroffen. Die fange ich hier in Ruhe. Müssen uns jetzt mal anstrengen hier. Schnellfangtrick. Dass er nicht mehr an der Arena sitzt. Nein, mal gucken, was er so kann. Die Weiterentwicklung sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, das ist Petsnief und entwickelt sich zu Siberio. Oder ihr denkt, das ist Teddy Ursa und es entwickelt sich zu Ursa Ring. Oder ihr denkt halt einfach, es ist Pampam und wird zu Pandagro oder wie der Typ heißt. Das sind die drei Bären, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Eisbär, ein Braunbär und ein Pandabär. Gibt es noch irgendeinen Bären, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe? Dann könnt ihr mir das gerne mal reinschreiben. Finde ich auf jeden Fall cool. Immer wenn ich Ursaring gesehen habe, musste ich an Relaxo denken. Als ich Siberio gesehen habe, musste ich an Relaxo denken. Immer wenn ich in den Spiegel gucke, muss ich an Relaxo denken. Und jetzt haben wir dann mit Pandagro auch einen dicken, fetten Bären, wo ich an Relaxo denken muss, ist, wie gesagt, der Pokédex-Eintrag 1044. 50 Bonbons braucht er, aber ihr müsst mit dem auch zusammen auf ein Abenteuer gehen. Fange 32 Pokémon vom Typ Unlicht, um den zu entwickeln. Wir bewerten den jetzt mal. Der hat zumindest 15 Angriff. Dann habt ihr hier 12 und 13 an Werte. Damit ich den nicht verschicke, mache ich mal einen Favo-Stern dran. Ich werde jetzt weiterziehen, mal gucken, ob ich den Konstin erreiche, dass der mit mir vielleicht den Lucky Trade macht. Denn ich bin auf Suche nach Shiny Galaponita und mache da Raids mit den Kleinen. Das heißt, ich werde mit den Kleinen keine Pampam-Raids machen, nur mit dem Großen und werde mir den Lucky Trade gönnen vom Konstin. Wir melden uns gleich zurück, mal gucken, ob das passt. Achso, ich muss ja dann zu ihm. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Ich schneide das irgendwie noch mit rein. Also bis gleich beim Lucky Trade. So, wir befinden uns jetzt hier in Gütersloh beim Konstin. Hallo Konstin, schön, dass du da bist. Ja, ich gehe schon mal rein, gell? Der steht nämlich hier um die Ecke. Der möchte nicht erkannt werden. Deswegen gehen wir jetzt mal hier drauf. Sehen da Konstin, der ist richtig glücklich, gell? Du freust dich, ja. Ich mich auch, total. Denn das ist unser erster Pampam, den wir traden. Mein erster Pampam überhaupt, das heißt, ich habe gleich keinen mehr. 1063 wäre der Wetterboost. Grüße nach HBN. Ja, das hättest du auch in die Kamera sagen können. Seiner hat keinen Wetterboost. Egal, wir tauschen jetzt mal. Das ist männlich gegen weiblich. Dann habe ich wenigstens schon mal den männlichen und den weiblichen Pampam und den Lucky Pampam. Jetzt muss ich nur ein paar Pampam-Raids machen. Vielleicht noch für gute IV, vielleicht für ein paar Bonbons, um die Champion-Medaille zu pushen, um irgendwas anderes. 828. Ist, glaube ich, nichts. 850 müsste es ja gewesen sein. Wie ist deiner? Wie? Okay. Hat er nicht mehr. Grüße nach HBN. Dankeschön auf jeden Fall. Dann hier. Bumfist auf jeden Fall. Bruder, gib mir hier. Und das war es eigentlich jetzt von unserer Seite aus.
Habt ihr auch schon ein Pam-Pam-Raid gemacht? Ja, natürlich. Wart ihr gestern dabei, also wart ihr am Dienstag dabei? Werdet ihr am Freitag dabei sein? Was machen wir Sonntag? Serneas, Pam-Pam, Shiny Galaponita, ich weiß es nicht. Grüße nach HBN, Grüße zu euch, Grüße von irgendwas. Das war's von meiner Seite aus. Ist halt schlecht, ne? Gehen wir hier wieder raus und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Konstin. Komm, nicht? Ach, er ist schüchtern.